Jo Leute, herzlich willkommen zu einem brandneuen Video auf dem Kanal Blackfire Studios und im heutigen Video habe ich für euch einen weiteren Card Duplication Glitch für die neueste Version. Sollte auch auf der Xbox One funktionieren, PS4 sowieso. Also hier gut zuhören, ganzes komplettes Video anschauen bis zum Ende. Das Ganze ist basierend auf dem, ich sag mal jetzt den Avenger Merch oder beziehungsweise wo ich das gezeigt habe, paar Videos davor habe ich gezeigt, wie ihr eine gemoddete Avenger bekommen könnt. Ihr könnt euch das Video auch gerne reinziehen. Ich werde es auch noch mit ins angepinnte Kommentar reinsetzen oder auch am Ende des Videos wird es eingeblendet. Und die Steps hierfür sind halt sehr, sehr ähnlich, wie man sich einmal hier verglitscht und man kann halt sozusagen auch mit diesem Glitch hier Autos duplizieren. Ganz einfach ist es, schaut euch halt echt bis zum Ende des Videos an, weil die Steps sind, ja, ich kann sagen, ein bisschen leicht verwirrend, aber die sind nicht so schwer oder so, deswegen gönnt euch das Video, lehnt euch zurück und macht den Glitch einfach nach. Also, was ist hier Voraussetzung? Beziehungsweise joint bitte meinem Discord-Server, einfach dem Discord joinen, das ist auch in der Videobeschreibung, wenn ihr einen Glitch-Partner benötigt für diesen Glitch. Könnt ihr euch da gegenseitig austauschen und fragen, wer halt Zeit hat für diesen Glitch. So, das Ganze müsst ihr in der Einladungssitzung machen. Das könnt ihr jetzt links oben sehen. Ich habe es extra eingeblendet. Das muss wirklich eine Einladungssitzung sein, also nur für Spieler mit Einladung. Und ihr benötigt hierfür die Basis. Okay, habt ihr eine Basis, dann benötigt ihr hier drin, also die Avenger benötigt ihr als Duplizierer nicht. Aber ihr benötigt ein Auto, was ihr dupen möchtet. In meinem Fall ist es wie immer der Weenie Easy Classic, weil er am meisten Geld bringt. Oder es ist auch gut der Imperator oder von Bennys, der LG Retro Custom, der Karin Sultan RS oder auch der Progen Italy GTB. Alles andere wie Supersportwagen, wie, keine Ahnung, Krieger, Taipan, Deluxo, Vigilante, der ganze Schmarrn, Oppressor, MK2 und so, braucht ihr nicht zu duplizieren, ist Schrott, bringt euch viel zu wenig Geld. Ob jetzt der Weenie Easy hier ein iPhone drauf hat oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle, weil ihr bekommt hier frische, saubere Kennzeichen von den kostenlosen RA8, die ihr hier auch in der Basis haben solltet. Ich habe 6 Stück, hinten sind 4 und hier sind noch 2 Stück. Ich werde hier mit euch ein Auto gemeinsam duplizieren. Wie gesagt, das Verglitschen müsst ihr nur einmal schaffen, okay? So, des Weiteren benötigt ihr, wir gehen hier ins Internet, auf die Seite Warstock, natürlich einen Bunker mit der mobilen Kommandozentrale. Weil wir müssen da das Auto abspeichern und das ist halt sehr, sehr wichtig, dass auf der dritten Position hier Lager 4 persönliches Fahrzeug ist. Ja, ganz, ganz wichtig, sonst wird es nicht funken und hier hinten steht einfach nur ein kostenloser RH8 auch noch. Das sind so eure Voraussetzungen, das ist eigentlich auf jeden Fall machbar. So, Kumpel, zeige ich euch jetzt auch die Schritte. Er muss halt euch über die Party, das ist auch ganz wichtig. Ich habe jetzt da rechts oben Part vom Kumpel nicht die Elgato angeschlossen, ich habe nur eine, deswegen zeige ich euch das hier im Bildschirm, im Hauptbildschirm. Euer Kumpel muss halt auf die Party gehen, ihr werdet so oder so gemeinsam in der Party labern. Er muss dann auf euren Namen gehen, dann wird hier rechts oben Sitzung beitreten dran stehen und ja, er muss halt euch mehrmals sozusagen über die Party joinen, aber das werde ich euch gleich hier noch erklären. So, also passt auf, Part vom Freund, jetzt rechts oben im Bild und zwar, er hat halt eine Basis, ich habe hier zwar dieselbe Basis, aber ich vermute mal, das wird auch mit unterschiedlichen Basen funktionieren. Er braucht halt auf jeden Fall eine Avenger, um sich hier zu verglitschen. Okay, er stellt sich hier hinten hin, schickt euch ganz normal, ganz gechillt eine Einladung in seine Basis. Ich nehme diese Meldung hier an und wir warten, bis mein Spieler hier spawnt in der Basis. Okay, ihr könnt es sehen, ich bin hier gespawnt ganz normal, da ist die blaue Avenger von meinem Freund sozusagen. Und ihr holt das Handy raus, geht hier links auf schneller Job, drückt ein paar Mal die Pfeiltaste nach oben, geht auf die Aktivität. Und ihr könnt Darts oder Golf auswählen. Das ist egal. Einfach Freunde in Sitzung. Bist du sicher? Ja. Und bleibt auch hier hinten bei eurem Kumpel so stehen. Bei euch wird noch draufstehen auf Jobsuche. Ja. Das muss sich ändern zu Lobby wird gefüllt. Und erst dann kann Kumpel hier sich halt
Er positioniert sich hierhin, wo halt dann bei ihm auch das Menü links oben rauskommt. Allein eintreten oder eintreten mit nahen Freunden und Crew. Ja, aber er bleibt auf allein eintreten, ganz, ganz wichtig. Und jetzt sehe ich schon, im anderen Bildschirm steht rechts unten, Lobby wird gefüllt. Ja, ihr könnt es auch sehen. Und jetzt macht halt euer Kumpel das so, dass er über die Party euch joint. Ja, passt auf, ihr müsst eigentlich gar nichts machen, sondern nur chillen. Ihr müsst, also euer Freund muss es so hitten, dass ihr euch gegenseitig in der Basis als Spieler nicht mehr sehen könnt. Das ist halt dann das Indiz dafür, dass ihr euch verglitscht habt. Ja, klingt komplizierter als es ist, ist aber machbar. Also, Kumpel joint euch, ich mache das rechts oben mit Doppelplazy, ich habe mir das halt schon vorbereitet und da ist diese erste große schwarze Meldung. Ja, okay, kein großes Timing, Kumpel nimmt sie an und sobald die zweite Meldung kommt, wartet er in der circa eine Sekunde, nimmt sie auch mit X an, also wirklich annehmen, dann wartet er nochmal eine Sekunde, ja. Und dann drückt er nochmal zusätzlich die X-Taste, weil damit bestätigt er, dass er alleine in die Avenger von sich eintreten tut. Ja. Also sprich, nach dieser Meldung kommt noch eine zweite, eine Sekunde warten, X, dann wartet er nochmal eine Sekunde, drückt wieder X, dann bekommt er einen kurzen schwarzen Bildschirm und wenn er den bekommen hat, joint er euch nochmal über die Party extrem schnell durch und spammt die ganze Zeit nur X durch. Ist einfach, wirklich, passt auf. Also, er nimmt die erste Meldung an, zweite kommt eins, an, nochmal X, zack, Doppelblazy. Und jetzt spam ich schon durch und ich sollte es jetzt schon gehittet haben. Mal gucken. Ja, ich habe schon gehittet. Ja, jetzt habe ich sogar nochmal zusätzlich angenommen. Das ist nicht schlimm. Ich habe halt nochmal gejoint sozusagen. Jetzt habe ich einen schwarzen Bildschirm komischerweise. Ich join nochmal. So, erste nehme ich an, in der zweiten warte ich ein bisschen, dann zieht sie ihn meistens hoch in den Himmel. Und falls ihr das nicht geschafft habt und ihr ja, landet in der Avenger, ich hoffe ich lande jetzt nicht da drin. Nein, falls euer Freund ja, in der Avenger drin landet, muss er rausgehen. Falls der blaue Punkt nicht mehr vorhanden ist, muss er mit der Avenger kurz rausfliegen und wieder reinfliegen. Dann sollte der blaue Punkt wieder da sein und ihr könnt das Ganze nochmal versuchen. Aber ich sehe jetzt in beiden Monitoren, der eine Spieler sieht den anderen Spieler nicht. Und das heißt, okay, ihr habt euch verglitscht. So, das ist, denke ich mal, machbar. Und dann könnt ihr eigentlich hier das mit Lobby wird gefüllt wegmachen, indem ihr Handy rausholt, auf schneller Job geht. Habt ihr das gemacht, könnt ihr jetzt ganz gechillt aus der Basis von eurem Freund rauslaufen. So, Basis verlassen und dann rennt ihr in eure Basis rein und schickt eurem Kumpel eine Einladung. Passt auf. So, ich bin draußen. Jetzt gehe ich wieder in meine Basis rein. Okay, also wie gesagt, der Glitch ist auf jeden Fall machbar. Deswegen sage ich auch schön in Ruhe das ganze Video anschauen und dann checkt ihr das Ganze. So, okay. Seid ihr hier angekommen? Da seht ihr auch jetzt noch das Ganze hier spackt ziemlich ab und so. Ihr seht auch dann die Fahrzeuge von eurem Freund hier drin. Okay, ihr schickt ihm jetzt eine Einladung in eure Basis. Das mache ich jetzt. Beim Kumpel ist jetzt angekommen, die Meldung. Ich nehme sie an und beim Freund wird nämlich nichts passieren. Ja, ihr könnt es sehen. Dann rennt euer Freund auch noch zusätzlich raus und er muss jetzt draußen einfach ein Fahrzeug aus der Basis anfordern. Wirklich aus seiner Basis. Also nicht von irgendwo anders, sondern wirklich aus der Basis. Ich glaube, ich habe hier, genau, oh Gott sei Dank, ich habe hier schon den Dings dran stehen. Den Toyota Supra Verschnitt Dinker Chester Classic ist aus der Basis. Ich fahre den einfach nur rein, weil dann bekommt euer Freund nochmal ein Dauer Black Screen. Das heißt, ihr müsst ihn da jetzt raus befreien, wieder durch schneller Job, Aktivitäten, nimm mal Golf, Brandon Sitzung, ja. Und auch erst wenn bei euch dran steht, Lobby wird gefüllt, kann euer Kumpel über die Party nochmal joinen, erste Meldung annehmen und die zweite auch nach paar Sekunden, sagen wir mal so nach 3, 4, 5 Sekunden. Wenn man die zu schnell annimmt, dann ist das Bild verbuggt. Man muss wirklich warten. Jetzt rechts oben mache ich Doppel-Playstation-Taste. So, Sitzung beitreten. Erste Meldung ist da. Annehmen.
In der zweiten warte ich immer noch so ein bisschen, weil im Hintergrund zieht es euch immer in den Himmel. Jetzt nehme ich sie an. Und das war's auch schon. Passt auf, das kann ich jetzt wieder beenden. Hier, schneller Job, weg. Und euer Freund ist jetzt noch hier unsichtbar in der Basis. Letztes Mal müsst ihr jetzt noch raus aus der Base und nochmal rein und dann geht's los mit den Glitchen. Also, Kumpel ist noch hier unsichtbar. Er sieht auch oben die Autos noch nicht, sehe ich so. Aber erst wenn ihr hier noch einmal, ein zweites Mal reingeht, sollte Kumpel die Fahrzeuge sehen. So, wir gehen schon mal mit Kumpel hoch. Also, Kumpel muss auch aufpassen, er darf nicht an die Stacheln von dem Easy, sonst kann der drauf gehen. Damit man den Kumpel wieder sieht, muss er in ein Auto mit euch einsteigen. Ach, das ist auch noch so ziemlich verbuggt. Habt ihr gesehen, der stand neben mir, der Spieler, aber dabei ist er oben beim RH8, ganz lustig. Passt auf, ich steige jetzt hier in den RH8 ein und dann kann Kumpel sozusagen das auch machen. So, zack, jetzt steigt Kumpel auch noch ein. Und wenn er drin ist, sieht man bei ihm, wie er mit dem Fahrstuhl auch noch runterfährt. Und somit ist er dann jetzt sichtbar. Aussteigen, Kumpel steigt auch aus. Und jetzt rennt ihr zum blauen Kreis und jetzt geht das Glitchen los. So, ich laufe mal kurz runter. Okay, ihr geht zum blauen Kreis, drückt die Pfeiltaste nach rechts und Kumpel geht zu dem Winnie Easy Classic hin und spammt die Dreieckstaste, okay? Ihr drückt die ganze Zeit Dreieck und spammt an eure Tür, Sprachenlernen, Bubble. Okay. An eurem Türgriff, also Easy, und ihr wechselt den Easy einfach an den RH8 nebendran. So, macht das einfach und Kumpel spammt die ganze Zeit weiter. Jetzt seht ihr, es gibt zwei Winnie Easy Classics, aber laut Liste nur einen. Und jetzt geht ihr raus aus dem Menü und raus aus der Basis und fordert natürlich den RH8 an, wo ja ihr geswitcht habt. In meinem Fall, deswegen sagte ich vorhin, vergewissert euch, dass ihr wirklich wisst, deswegen habe ich halt den Easy an erster Stelle gestellt. Da kann ich nichts falsch machen, wenn ich dann das Fahrzeug raus, draußen anfordere. Passt auf, Kumpel kann noch spammen. Und wenn ihr draußen angekommen seid, holt ihr das Handy raus, geht auf Kontakte, auf eure Mechaniker und fordert nicht den falschen, sondern den richtigen an, da wo er jetzt halt sozusagen Kumpel spammt. Wo ist hier Basis? Bei mir war es natürlich der erste, zack, fordert diesen RH8 an und wenn das Auto da ist, kann halt schon Kumpel dann aufhören zu spammen. Wir warten noch, um sicher zu gehen. So, okay, Fahrzeug ist da. Kumpel hört auf zu spammen, weil die Fahrzeuge sind noch da. Eigentlich somit kann ich auch jetzt hier den Part vom Kumpel wegtun, weil die Steps wiederholen sich halt dann einfach pro Fahrzeug hier. Okay, ihr nehmt jetzt hier diesen kostenlosen RH8. Das war ja sozusagen der Easy, wo halt Kumpel rumgespammt hat. Und jetzt fordert ihr eure mobile Kommandozentrale an, über Sonderfahrzeuge anfordern. Und tauscht diesen RH8 mit dem RH8 aus der mobilen aus. So, die Fahrzeuglagervollmeldung nimmt die an. Ich tausche jetzt den RH8 von der Basis durch den RH8, was hier drin war. Und fahre den jetzt wieder raus. Bleib vor der Basis stehen. Und laufe zu Fuß rein. Und dort habe ich dann schon gleich meine erste Kopie fertig. Passt auf, wir fahren hier noch kurz vor die Basis, steigen aus, gehen zu Fuß rein und haben dann gleich unsere erste Kopie. So, gehen rein. So, laut Liste ist es noch der RH8. Ich beweise es euch. Es ist zwar jetzt bildlich, sind es beide Easys, aber in der Liste wird einer davon der RH8 doch sein, ja, aber das wird sich gleich ändern, indem ich diesen, wo ja in dem Easy der RH8 drin steckt, den rausfahre, wird sich das Kennzeichen ändern und somit haben wir eine saubere Kopie, ja. Die Vorbereitung ist ein bisschen, ja, leicht zeitaufwendig, aber ist auf jeden Fall machbar, weil die muss man auch nur einmal schaffen. Passt auf, ich stecke jetzt hier in den rein, weil hier sozusagen der RH8 drin ist,
passt auf, ich habe noch das iPhone drauf, ich war raus und jetzt bekommt ihr das Kennzeichen von dem kostenlosen RA8. Ihr könnt es sehen, 618 am Ende. MOC ist auch da, um dieses Fahrzeug jetzt hier abzuspeichern. Fahrt ihr den wieder in den MOC und somit wandert auch der RA8, was drin ist, dann in die Basis. Und dann kann man wieder zu Fuß reinlaufen und ja, den nächsten Weenie Easy machen. Beziehungsweise, ich fahre jetzt den Easy nochmal in die Basis. Das klingt alles ein bisschen so kompliziert, aber ist es eigentlich gar nicht. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist es ziemlich schnell drin und man kann hier wirklich viele Autos dupen. So, ich fahre jetzt das nochmal kurz rein und zeige euch halt nochmal zur Sicherheit, wie man dann sozusagen das nächste Fahrzeug dupen sollte. Eigentlich ganz einfach, indem halt euer Kumpel einfach wieder zu einem Easy geht und an der Tür spammt und ihr dann, ja, die nächsten Schritte sind eigentlich, denke ich mal, sehr leicht, indem ihr dann wieder rausgeht und das Fahrzeug anfordert, wo halt euer Kumpel dran spammt. So, okay, auf den RH8 und somit habe ich jetzt zwei Weenie Easy Classics hier drin, ja, auch laut Liste. Und wie ich schon sagte, dann geht ihr halt hier wieder hier hin, Pfeiltaste nach rechts, hier sind zwei Easys, das könnte ich dann einfach, Kumpel geht einfach an den mittleren, spammt an den rum und dann, ja, ich zeige es halt hier mal kurz, Kumpel geht hin, spammt wieder Dreieck und ihr tauscht das mit dem aus und somit gehe ich dann wieder aus der Basis raus, fordere diesen RH8 an und mache halt die nächste Kopie. So einfach ist es, ja. Ich hoffe, ihr habt das Video hier verstanden, ja. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne natürlich in die Kommentare reinstellen. Ansonsten würde ich mich riesig über ein Like und ein Abo auf das Video hier natürlich freuen. Joint auf jeden Fall dem Discord. Und ja, wie gesagt, falls ihr halt Fragen habt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Und ansonsten hören wir uns wie üblich mit dem nächsten Video.